Zunächst danke ich Ihnen für die unschätzbaren Erfahrungen, die wir bei unserer Zusammenarbeit machen konnten. Ich nahm unsere Forschung, die Forschung der Großen und der Antike und ich fand den Schlüssel. Er war direkt vor uns, die ganze Zeit. Es mangelte uns nur am Willen, ihn zu sehen. Und zu nutzen. Und jetzt habe ich die Tür geöffnet. Die Fähigkeit, ein komplettes kognitives System aus dieser Welt zu nehmen und zu übertragen. In einen perfekten virtuellen Raum. Wahre 1:1 Bewusstseinsreplikation. Vita Eterna. Meine Familie und ich werden bald umziehen, ja. Aber wir freuen uns schon, Sie wiederzusehen. Ich habe Ihnen so viel zu zeigen. Moin, 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 Stuntman Mike hier. Willkommen zu Let's Play Transference. Wow, mit Synchronisieren hatten es die Entwickler irgendwie nicht so, oder? Zunächst danke ich Ihnen für die unschätzbaren Erfahrungen, die wir bei unserer Zusammenarbeit machen konnten. Wie auch immer, also ich bin total gespannt auf dieses Spiel. Ich freue mich schon ewig lang drauf. Ich konnte es auf der Gamescom 2018 schon anzocken und war echt schwer begeistert. Die Demo habe ich dann auch echt mehrmals gespielt und ich freue mich einfach jetzt auf dieses kleine Let's Play auf meinem Kanal. Ja, wir werden eine Reise machen und wir freuen uns schon, euch zu sehen. Das waren seine Worte. Also, wollen wir mal sehen, wann wir ihn wiedersehen. Macht schon echt was her, dieser Effekt. Also wie man hier schon unschwer erkennen kann, wir sind hier nicht wirklich in einer realen Welt. Eher in einer Gedankenwelt, so wir denn die Demo gespielt haben und es hier entnehmen können. Aber so richtig weiß man es hier irgendwie zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Wo sind denn alle? Lobby-Schlüssel. Ich habe das Spiel schon ein ganz bisschen angezockt. Mit dem unglaublich tollen Headset von PlayStation, dem Originalen. Und ich war echt böse enttäuscht vom Sound. Ach. Das ist schon der Schlüssel. Wir schauen trotzdem nochmal eben um die Ecke. Ich war echt enttäuscht. Also ich klang wie in so einer Blechdose. Und wisst ihr, was ich jetzt angeschlossen habe? Diese bescheuerten Dinger, die beim Kauf einer PS4 mitgeliefert werden. Und ich weiß, der Sound ist auch noch nicht Bombe. Ich arbeite auch noch dran. Aber irgendwie doch echt schon deutlich geiler als diese teuren Kopfhörer von der PlayStation. Die übrigens einen super Sound haben, aber ja, für euch klingt es dann echt nicht. So, das war schon des ersten Rätsels Lösung. Ich finde mein Dad nicht. Ich finde meine Mom nicht. C, D, E, F. Geiler Synthesizer. Welcome. Wie kamen wir hierher? Ja, darüber mache ich mir jetzt erstmal noch keine Gedanken. Ich glaube, das wäre in dem Spiel auch nicht besonders hilfreich. Aber wir halten fest, dass sich der Protagonist das zumindest schon mal fragt. Welcome. C, D, E.
D. E. Tja, wer in der Schule aufgepasst hat, was? Apothekenlieferung. Zusammengerollte Zeitung. Das sind diese Momente, ne? Da sind sie, die Lichtschalter. Die benötigen wir für zeitliche Sprünge, so wie wir es in der Demo schon erfahren konnten. Und diesen zeitlichen Sprung haben wir jetzt gemacht. Sind an der gleichen Stelle, nur zu einer anderen Zeit. Jemand muss uns retten. Dem Licht stimmt was nicht. Klassisch würde ich sagen, man geht erstmal in den Keller, oder? Bist du ein Traum? Bring mich in die Maschine. Bring mich in die Maschine. Also gut, da unten sollten wir jetzt erstmal nicht hin. Zu. Aha. Zettel landen dann wieder an der gleichen Stelle. Offizielles Kündigungsschreiben. An Mr. Weiler. Okay, da hinten war ein Schalter, den müssen wir wahrscheinlich wieder betätigen. Für einen zeitlichen Sprung. Ich weiß nicht mehr, wie wir hergekommen sind. Für die Blöden jetzt unter uns. Nämlich, das wiederholt sich. Okay. Und wenn wir runtergehen, wahrscheinlich auch. Sit. Magnetisches A. Ja, das fliegt hier jetzt irgendwie rum. Okay. Ja, okay. Das wiederholt sich. Das heißt, wir müssen irgendwas in dieser Zeit hier machen.
schöner Sound. Aber es ist noch nicht geklappt. Sehr beruhigend. Der fehlt in der anderen Zeit, das heißt, wir müssen wieder den Schalter betätigen. Und müssen jetzt weiterkommen. Hilf meinem Dad.